Moin Leute, was geht? Und willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch einen neuen, ganz einfachen Glitch, mit dem ihr eure Waffen upgraden könnt. Dafür braucht ihr einen Angriffskraft plus Prügel und natürlich die Waffe, die ihr dann noch upgraden wollt in eurem Inventar. In meinem Fall ist es hier das Masterschwert. Den Prügel findet ihr hier bei der grünen Markierung neben dem Oyamio-Schrein und könnt ihr dann hier am Todesberg bei Momosik-Schrein bei einem Octorok verbessern. Mit dem Prügel ausgerüstet können wir hier am Spähposten den ersten Schritt des Glitches ausführen. Wir gehen nämlich hier einmal an die Wand des Turmes, klettern hier und teleportieren uns dann zu dem Igoshon-Schrein hier im Himmel. Dort angekommen gehen wir jetzt einmal hier nach rechts zu diesen Treppen und ducken uns und laufen dann so nah an die Kante, dass unser Fuß nur noch zur Hälfte auf dem Boden liegt. Und jetzt beginnt doch schon der komplizierte Teil des Glitches. Wir drücken Minus, gehen in unser Tagebuch und schauen uns eine Erinnerung an. Wichtig hierbei ist nur, dass wir nachdem wir Plus drücken, um sie zu überspringen, A so schnell es geht spammen. Damit wir das Spiel überfordern können, damit die Ladesequenz extrem lange lädt. Und somit wissen wir dann, dass wir den Glitch geschafft haben. Falls das Ganze beim ersten Mal nicht funktioniert, macht das Ganze öfter, bis dann die Ladesequenz für wirklich mehrere Sekunden am Laden ist. Wir überspringen, drücken Plus und spammen sofort A. Und bei Versuch Nummer 6 hat das Ganze erfolgreich funktioniert. Wie ihr sehen könnt, lädt diese Sequenz extremst lange. Um sicher zu gehen, dass das Ganze funktioniert hat, könnt ihr hier auf die Karte gucken und könnt sehen, dass wir immer noch anscheinend beim Spähposten sind, obwohl das Ganze gar nicht stimmt. Daran können wir erkennen, dass wir den Glitch erfolgreich durchgeführt haben. Jetzt drücken wir Plus, um wieder ins Menü zu kommen. Und rüsten jetzt die Waffe, die wir upgraden wollen, aus. Und ihr könnt sehen, obwohl wir das Masterschwert ausgerüstet haben, hat Link den Prügel in der Hand. Und damit könnt ihr wirklich sicher sein, es hat funktioniert. Was ihr jetzt als letzten Schritt machen müsst, ist Minus drücken und ein letztes Mal die Erinnerung anschauen. Einfach normal überspringen. Und das war's gewesen. Wieder Plus drücken und ihr könnt sehen, euer Masterschwert hat oben links ein Angriffsboost-Abzeichen bekommen. Jetzt müsst ihr euer Spiel speichern und einmal laden und könnt somit eure Angriffskraft plus Waffe verwenden. Wie wir sehen können, haben wir jetzt ein permanentes, geupgradetes Masterschwert, was permanent mehr Schaden ausübt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.